Moin und herzlich willkommen hier zur dieswöchigen Ausgabe des Kartellmarkt aktuell. Wir sind mittlerweile im Mai angekommen und haben auch schon jetzt den 2. Mai, beziehungsweise wenn ihr das Ganze sehen werdet, den 3. Mai. Und das Update kommt auch erst ab für euch am heutigen Tage, also erst am Donnerstag, denn es wurde ja eben 2 Tage nach hinten verschoben. BioWare hat das Ganze angekündigt, denn sie waren noch nicht ganz zufrieden mit dem, was sie dort uns zur Verfügung stellen wollen und haben deshalb gesagt, okay, wir nehmen uns noch 2 Tage mehr. Deshalb kommt das Ganze erst am heutigen Donnerstag. In einem umfangreichen Patch bekommen wir also den Patch 5.9 und da gucken wir natürlich jetzt schon mal in die Patch Notes rein, denn die sind schon online. Vorher allerdings gibt es natürlich jetzt zum SWTOR-Jahrestag, zum 4. Mai, aus dem Englischen halt May the 4th, ne, von May the 4th, wird halt der jährliche Star Wars Tag auch in SWTOR wieder gefeiert. Und mittlerweile ist es natürlich das 7. Jahr, ja, Star Wars ist jetzt schon, also The Old Republic ist jetzt schon 6 Jahre alt. Wir befinden uns also im 7. Jahr und wir bekommen wieder ein Pad geschenkt. Und zwar müssen wir uns dafür am 7. Mai, ja, 7 Jahre, am 7. Mai 2018 einloggen. Das ist also dann der nächste Montag. Wenn wir uns am 7. Mai eingeloggt haben, bekommen wir 3 Tage später per Ingame-Mail ein Pad geschenkt. Und zwar ist es ein kleiner Astromech-Droide, nennt sich M4Y7, also May the 4th, Year 7. Das 7. Jahr kriegen wir also so einen kleinen Astromech-Droiden geschenkt. Außerdem gibt es im Mai noch ein Abonnenten-Special für alle, die ein Abonnement haben bzw. als Premium-Spieler eingetragen sind am 31. Mai, also genau an diesem Tage. Die bekommen dann eine Woche später am 8. Juni den TF4 Rampage-Gleiter, den blende ich hier dann natürlich auch ein. Und das ist sozusagen ein kleiner besonderer Gleiter, der mal wieder als Geschenk für die Abonnenten da ist sozusagen. Wie gesagt, der 31. Mai ist der Stichtag. Wer da ein Abo hat oder als Premium-Spieler eingetragen ist, bekommt diesen Gleiter dann auch per Ingame-Mail eine Woche später. Des Weiteren läuft ab dem 3. Mai, also ab dem Patch heute, bis zum 11. Mai, das ist die nächste Woche Freitag, ein Doppel-EP-Event. Und da gilt Doppel-Erfahrung, doppelte Kommando-Erfahrung und auch die Starfighter-Belohnung sind verdoppelt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, also das stand so nicht in den Patchnotes drin, das stand auch nicht so in den Informationen, ob das Ganze auch für Kriegsgebiete gilt und für die Auszeichnung aus den Kriegsgebieten. Weiß ich nicht, wird man sehen, ansonsten auf jeden Fall die doppelten XP auf jeden Fall mitnehmen. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an hier mit den Patchnotes 5.9, aber natürlich machen wir zuerst noch etwas anderes, denn wir müssen natürlich noch das Bilderrätsel aus der letzten Woche auflösen. Vollkommen korrekt erkannt, es war die Operation Die Wüter, der 4. Boss. Wir haben also einen sehr weit entfernten Blick auf die Plattform, wo der Blaster steht und wo er seinen Master nachher dazu ruft, erhaschen können und haben einen sehr schönen Überblick über diese Arena und auch über den einen Teil der Operation. Vollkommen korrekt erkannt. Diese Woche haben wir das Ganze wieder mal vielleicht ein bisschen schwieriger. Allerdings vielleicht für den einen oder anderen auch nicht. Wir haben also ein schönes Hintergrundbild. Da dürft ihr mir da gerne in die Kommentare schreiben, wo wir uns hier befinden. Und dann würde ich sagen, jetzt fangen wir wirklich an mit den Patchnotes. Wie gesagt, 2 Tage später als geplant. Jetzt allerdings sind sie da. Highlights sind natürlich der Flashpoint, die Nathema-Verschwörung, ja das dramatische Ende der Verräter-Story auf Nathema. Und damit wird sozusagen der Bogen geschlossen. Ja, und wir haben den, so wie es aussieht jedenfalls, das ganze Thema rund um Knights of the Eternal Throne, also Ritter des ewigen Throns, haben wir dann wahrscheinlich abgeschlossen. Mit 6.0 soll ja eine neue Story kommen. Das heißt, ich denke mal, hier wird dann nicht viel mehr passieren. Wir erleben also ein interessantes Ende. Ich denke mal, storymäßig wird das nochmal sehr schön. Wie gesagt, das Doppel-EP-Event haben wir gerade schon angesprochen und wir haben insgesamt 3 Gefährten, die zurückkehren. Einmal Felix Iresso, ja, der ist nur für den Botschafter da. Und wir haben Marco und Akavi Spar. Die beiden haben sich nämlich in Abwesenheit unserer selbst, also des Spielers, haben die beiden sich zusammengeschlossen
und sind daher jetzt beide sowohl für Schmuggler als auch für Kopfgeldjäger im Doppelpack erhältlich, mehr oder weniger, innerhalb einer Mission natürlich. Ja, das heißt, wir haben drei Kofferten, die zurückkommen, wir haben einen neuen Flashpoint und den Storyabschluss und wir haben das Doppel-EP-Event, was sozusagen das Update mit sich bringt. Aber natürlich haben wir auch noch ein paar andere Sachen. Gerade die Eroberungen bekommen nochmal eine schöne Politur, wo nochmal ein paar Sachen angepasst werden, wo noch ein bisschen was verbessert wird. Und ich denke mal, im Großen und Ganzen sind das sehr gute Sachen, die hier passieren. Und da fangen wir auch direkt an, die wiederholbaren und täglich wiederholbare Ziele. Ja, da gibt es in drei Stufen. Es gibt die wiederholbaren und täglich wiederholbaren Ziele niedrig, mittel und hoch. Ja, hoch, die sind natürlich etwas anspruchsvoller, beziehungsweise brauchen etwas mehr Zeit und die niedrigen sind relativ einfach. Allerdings werden für sowohl die wiederholbaren als auch für die täglich wiederholbaren alle Punkte hochgesetzt. Meist also die normal wiederholbaren, also die man sozusagen mehrmals am Tag machen kann, die kriegen um die 40% mehr Punkte. Das heißt, wir steigen zum Beispiel bei den kleinen von 85 auf 120 Punkte, bei den ganz großen von 205 auf 290. Und für die täglichen, die wir also jeden Tag einmal machen können, steigen wir zum Beispiel für die kleineren Quests von 330 auf 400 und für die größeren von 750 auf 825, also etwa 10% immer. Also mehr Punkte für die wiederhol- und täglich wiederholbaren. Außerdem gibt es mehr Punkte für Galactic Starfighter, ja, Kriegsgebiete, Flashpoints und Aufstände. Für das Abschließen eines Kriegsgebiets gibt es dann 180 Punkte statt 85. Das heißt, wir haben hier einfach mal 100 Punkte mehr. Genauso für GSF 180 statt wie vorher 85. Und Abschließen eines Flashpoints bzw. Aufstands gibt jetzt 290 Punkte statt 130. Da bekommen wir also gesatte 130 Punkte mehr. Außerdem wurde das Eroberungsziel Spiele einen Flashpoint geändert in Spiele einen Flashpoint oder Aufstand. Das heißt, wir können uns das jetzt aussuchen und sind nicht mehr so eingeschränkt. Das Eroberungsziel Töte so und so viele Gegner wurde aufgespalten. Ja, es ist auch täglich wiederholbar jetzt. Und zusätzlich setzt es nicht täglich zurück. Das heißt, wir können sozusagen an einem Tag das anfangen und können es am nächsten Tag beenden, ohne dass es zwischendrin zurücksetzt. Alle anderen täglichen Quests setzen ja zurück, beispielsweise wenn sie abgeschlossen wurden. Wenn man sie allerdings nicht abschließt, setzen diese Quests jetzt eben nicht zurück. Ja, aufgespalten wurden sie in Töte 50 Gegner, ist die tägliche Quest, gibt 400 Punkte. Töte 100 Gegner ist dann sozusagen die darauf aufbauende Quest, auch täglich, gibt dann zusätzlich zu der 50er Quest nochmal 600 Punkte und töte 150 Gegner, gibt dann auch als tägliche Quest 825 Punkte. Sollte man also jeden Tag 150 Gegner töten, bekommt man 1825 Punkte dafür. Jeweils die für 50, für 100 und für 150 Gegner. Zusammen 400, 600, 825 sind eben diese 1825. Ist also sehr kräftig. Aber natürlich 150 Gegner muss man auch erstmal töten. Außerdem gibt es ein neues Eroberungsziel, beziehungsweise eigentlich zwei. Und zwar heißt es, schließe drei Aktivitäten ab. Und diese Aktivitäten schließen ein GSF, also Galactic Starfighter, Kriegsgebiete, Flashpoints, Aufstände und Operationen. Das ist täglich und gibt 400 Punkte. Jeden Tag. Und das Ganze gibt es auch noch in einer, ich sag mal, großen Version, wo wir 5 Aktivitäten abschließen müssen. Also auch wieder 5 Galactic Starfighter Kämpfe, Matches, Spiele, wie auch immer man das nennen darf, 5 Kriegsgebiete oder 5 Flashpoints oder 5 Aufstände, 5 Operationen oder von jedem eins, vollkommen egal. Von diesen Aktivitäten 5 Stück abgeschlossen, gibt täglich 825 Punkte. Kann man also auch jeden Tag mitnehmen. Wenn man jeden Tag 5 Operationen läuft oder 5 Kriegsgebiete macht, gibt das richtig saftig Punkte. Es gibt ein neues Eroberungsziel, das nennt sich Besiege den Endboss einer Operation. Ist ein tägliches Ziel und gibt 825 Punkte. Also, wenn man denn gerade dabei ist, die 5 Aktivitäten abzuschließen und macht noch eine Operation mit bei, kriegt man nicht nur die für die 5 Aktivitäten, die 825, sondern eben auch nochmal die für den Endboss der Operation, nochmal 825. Das heißt, noch mehr Eroberungsziele, die wir eben mit einsammeln können.
Ein neues Eroberungsziel auch für alle, die gerne mit Crafting beschäftigt sind, also mit dem Bauen von Sachen. Wir können jetzt nämlich eine Quest erledigen oder ein Eroberungsziel erledigen, was sich nennt Stelle 50 Items her. Das ist so eine tägliche Quest, ein tägliches Eroberungsziel und gibt 120 Punkte. Diese Items, diese 50, können von beliebiger Art sein. Ob ihr da jetzt Items herstellt wie Aufputscher, Medipacks, Stims oder Implantate, Ohrstücke oder vielleicht Relikte oder Kristalle oder Farbmodule oder auch nur irgendwelche Komponenten, vollkommen egal, 50 Items. Gibt 120 Punkte, einmal am Tag. Außerdem gibt es für die spezifischen Eroberungs-Flashpoints nun mehr Punkte. Ja, zum Beispiel läuft ja aktuell gerade wieder das Gree-Event und da ist der Flashpoint Schlacht von Illum mit drin. Nur so als Beispiel. Und der ist sozusagen speziell rausgepickt, da gibt es ein spezielles Eroberungsziel für, der nennt sich Schließe diesen einen Flashpoint ab. Ja, es gibt natürlich die Schließe irgendeinen ab und es gibt diesen einen Flashpoint. Gab es jetzt 130 Punkte, gibt jetzt 600. Das heißt, wir haben ja einfach mal 350 Punkte ungefähr, 350% ungefähr Erhöhung. Also kann man durchaus machen. Ja, vielleicht waren es sogar 450%, aber es ist auf jeden Fall eine saftige Steigerung. Dann gab es noch zwei Fixes, also zwei kleine Reparaturen, sage ich mal. Zum einen wurden die Anzeigen der Servernamen der Gilden korrigiert und es wurde die Anzeige der Eroberungspunkte innerhalb einer Gilde auch korrigiert, dass das richtig angezeigt wird. Dann kam natürlich auch die Anpassung der Klassen und dazu hatten wir vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen schon mal das Ganze in einem Video zusammengepackt und das hat sich auch eigentlich nicht weiter verändert. Das heißt, ich werde euch dieses Video, wo wir über die Klassenanpassungen sprechen, nochmal hier unten rein verlinken. Wer also nochmal nachlesen will oder nochmal sich angucken will, was denn angepasst wird an den Klassen, den verweise ich unten auf das Video. Und dort wird er eben fündig, dort erklären wir das Ganze und dann wisst ihr da genau Bescheid. Das mache ich hier nicht nochmal, das wäre doppelt, muss nicht sein. Wir haben noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Nämlich der nächste Abschnitt, Aufstände, Flashpoints, Operationen. Und da gehen wir direkt in die Operation Gods from the Machine, beziehungsweise Götter der Maschine und gucken uns den Endboss an, I6. Beziehungsweise zuerst gehen wir in das Rätsel vor I6. Dort gibt es diese Ablenkungsdruiden und die haben hin und wieder mal so ein paar Probleme mit der Zielerfassung, sage ich mal. Und um dem entgegenzutreten, bekommen die Ablenkungsdruiden nun ein Symbol über sich, wenn die Line of Sight, also die Sichtlinie sozusagen, zum aktuellen Ziel nicht besteht. Denn es ist ja im Endeffekt so, dass diese Ablenkungsdruiden sozusagen ihr Ziel sehen müssen, um den Laserstrahl weiterzuschießen. Und sollten sie ihr Ziel nicht sehen, können sie den Laserstrahl nicht weiterschießen. Dementsprechend muss man eben gucken, wenn sich dieses Symbol über diesem Ablenkungsdruiden dort bildet, dann besteht eben nicht diese Sichtlinie. Das ist jetzt eine kleine Hilfestellung sozusagen, an der man sich orientieren kann. Des Weiteren wurden wohl ab diese Ablenkungsdroiden im Story-Mode auch als deplatziert angezeigt. Weiß ich nicht, was BioWare damit meint. Wir hatten eigentlich keine Probleme da drin. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal so, weil es mit drin steht. Auch schön. Die Anzahl der Ablenkungsdroiden wurde im Story-Mode auch reduziert von 7 auf 6. 6 reichen auch vollkommen aus. Ich glaube, mehr als 5 braucht man sowieso nicht. Das Icon für Leine aufheben von dem Elektroleinen-Droiden im Puzzle und im Bosskampf wurde vereinheitlicht. Ja, bis jetzt war es so, dass es im Puzzle vor dem Boss hatte es ein bestimmtes Aussehen und im Bosskampf dann ein anderes. Und das haben sie jetzt einfach mal vereinheitlicht, damit man wirklich sieht, okay, das ist dasselbe Item. Hier geht es um dasselbe Item. Und wenn ein Spieler eine solche Leine aufhebt, dann hat er auch ein Symbol über sich. Das heißt, die anderen Spieler wissen Bescheid. Der hat noch so eine Leine. Der kann noch damit arbeiten. Außerdem, das war wohl auch fehlerhaft, habe ich bis jetzt nicht wirklich festgestellt, aber es hat scheinbar nicht immer funktioniert, denn das Aufheben einer Leine gewährt nun die Fähigkeit Leine weitergeben, womit man die Leine dann eben an einen anderen Spieler weitergeben kann. So wie ich das jetzt beim letzten Mal, wo wir drin waren, gesehen habe, ist diese Fähigkeit eigentlich da gewesen. Ja, kann natürlich sein, dass es hin und wieder nicht funktioniert hat und deswegen schreiben sie es hier nochmal rein.
In meiner Erinnerung ist es allerdings eigentlich immer da gewesen. Außerdem setzt Isaac jetzt der Kampf korrekterweise zurück, wenn Spieler mit ihm im Kampf sind, aber nicht in der Arena sind. Warum auch immer das passieren sollte, setzt der Kampf jetzt auch wirklich zurück und man muss nicht nochmal irgendwo in den Tod springen. Wer weiß, wie das passiert ist? Ich habe keine Ahnung. Das Ankerfeld der Ankerdrohne in Phase 2 hat jetzt eine begrenzte Reichweite von 120 Metern. Das ist immer noch ziemlich viel. Allerdings vorher war die Reichweite unendlich. Ja. Nehmen wir einfach mal so hin. Jetzt sind es 120 Meter. Ich glaube, das reicht trotzdem aus, dass das Ankerfeld die gesamte Arena oben einnimmt. Deswegen passt das so. Inbound Flight Delay des Raketensperrfeuers, also praktisch die Verzögerung der Flugzeit der Raketen, die reinkommen, in dem Phasenübergang P4 nach P5, wurde von 5 Sekunden auf 5,4 Sekunden erhöht. Das heißt, wir haben 0,4 Sekunden mehr Zeit, uns korrekt zu positionieren, bevor die Raketen einschlagen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das im SM so und haben sie das im HC auch gemacht oder ist das nur im SM und wie ist das, das steht nämlich nicht dabei. Weil das wäre, glaube ich, ganz interessant, weil wenn das im HC auch angepasst wird, dann wird das ein bisschen einfacher, weil man eben mehr Zeit hat, sich zu orientieren und sich dementsprechend zu positionieren. Außerdem wurden diverse visuelle Effekte an I6 direkt angepasst und verbessert. Denke ich mal, da sind immer so ein paar Sachen dabei gewesen, wenn er irgendwie ganz komische Bewegungen gemacht hat oder sowas. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen angepasst worden. Außerdem gibt es jetzt die sehr, sehr kleine Chance, dass bei I6 die Flügel des Drachen, also die Wings of the Dragon, als gebundenes Mount droppen. So, das ist auch wieder die Frage, nur im HC oder auch im SM? Also ich würde mal davon ausgehen, dass es nur im HC ist, aber wer weiß. Wings of the Dragon ist ja das Mount, was sozusagen alle Spieler, die vor dem Update 5.9, was heute rauskommt, I6 im HC gelegt haben, bekommen dieses Wings of the Dragon sozusagen geschenkt und zwar vermächtnisgebunden. Das heißt, man kann es hin und her schicken. Und wenn man dann in der Operation drin ist, bekommt man es gebunden. Also so wie praktisch auch das Schiff in den Wüter, im Wüter-Endboss, was man da bekommen kann. Oder auch, ich weiß nicht, bei den Flügeln der Architektin ist es, glaube ich, ähnlich. Bin ich mir nicht sicher da. Bei dem Schiff ist es auf jeden Fall so. Hier ist es auf jeden Fall jetzt auch so, dass es direkt gebunden ist. Und es gibt einen kleinen Fix sozusagen, einen kleinen Bugfix, und zwar für die Ziellogik von I6. Der hat nämlich hin und wieder mal einen bereits getöteten Spieler angegriffen. Und das ist natürlich für die Gruppe von Vorteil, aber für den Bosskampf jetzt nicht so vorteilhaft, weil dadurch der Bosskampf einfacher wird. Und das ist nicht intended, es ist nicht vorgesehen sozusagen, und deswegen wird das angepasst oder wurde angepasst. Gut, kommen wir zu Items und zur Economy, zur Wirtschaft. Wir haben jetzt natürlich die 240er legendären Aufwertungen aus dem Flashpoint auf ein Thema. Und zwar kriegen wir die da als Baupläne und unter Umständen auch Versionen direkt. Aber das sind eben die neuen Items. Außerdem werden wird den Eroberungsplaneten des mittleren Ertrags, also die mittleren Planeten, die bekommen, wenn man dieses Eroberungsevent dann abschließt mit der Gilde, bekommt man eine kleine Crafting-Lootbox. Ja, da sind zwei Crafting-Materialien drin, und zwar entweder verschlüsselte Speicherkerne oder aufgeladene Massentransubstantiatoren. Eins von den beiden auf jeden Fall, vielleicht auch von jedem eins, jedenfalls nur diese beiden Sachen. Das sind nämlich auch die, die wir für die aktuellen Aufwertungen und auch für die 240er Aufwertung brauchen werden. Das heißt, BioWare möchte hier einfach nochmal ein bisschen Anreiz geben und auch die Höhe, die großen und die schweren Planeten zu erobern, denn der Eroberungsplanet mit dem hohen Ertrag, ja, mit dem guten Ertrag, der schwere Planet, wo wir immer noch die 1,1 Millionen Punkte oder sowas brauchen, der gibt eine große Crafting-Lootbox, wenn man ihn abschließt, und zwar mit 5 Crafting-Materialien, und da sind auch entweder Speicherkerne drin oder eben die aufgeladenen Massentransubstantiatoren. Das heißt, hier ist der Anreiz jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr da, vielleicht doch diese
Planeten mal anzugreifen und abzuschließen, damit man eben die guten Crafting-Sachen bekommt, die wir natürlich brauchen für die neuen Aufwertungen. Die werden nämlich etwas teurer, ja, kosten doppelt so viel. Das heißt, logischerweise ist die Nachfrage dann auch ein bisschen höher und da kann man ein bisschen Geld mitmachen und daher ist natürlich der Anreiz dann da. Außerdem können jetzt die Stronghold Defender Waffen in der Sammlung freigeschaltet werden. Das war irgendwie ein Bug, der da drin war, deswegen wurde jetzt rausgenommen. Damit ist alles gut. Und es gibt drei Quests, die wir noch besprechen müssen. Und zwar zum einen die Einführung Eroberungen. Ja, es gibt so eine Einführungsquest in die Eroberung, die konnte bis jetzt immer nicht wirklich korrekt abgeschlossen werden. Das hat immer irgendwie gebuggt. Und jetzt passt es. Kann jetzt korrekt abgeschlossen werden und damit bekommt man dann auch die entsprechenden Belohnungen. Außerdem wird die Einführungsquest für das Daily-Gebiet Schwarzes Loch auf der imperialen Seite wieder eingeführt. Die gab es früher, die wurde irgendwann mal entfernt. Auf der republikanischen Seite gibt es die tatsächlich immer noch, aber auf der imperialen nicht. Jetzt wird sie auf der imperialen auch wieder hinzugefügt und wir können auch wieder diese Einführungsquest machen. Das gleiche gilt übrigens auch für die Einführungsquest für Sektion X und die wird auf beiden Flotten wieder hinzugefügt. Also sehr gute Sache in meinen Augen, diese Einführungsquest. Die sagen einem Spieler, der jetzt gerade fertig geworden ist mit der Story, eben wie geht's jetzt weiter. Genauso wie es mit Illum ist, gibt es dann auch die Einführungsquest für die beiden Daily-Gebiete, ja, und die dem Spieler eben zeigen, okay, hier, mach das, das, das und dann bekommst du eben Ruf oder Auszeichnung, Kommando-Tokens, du bekommst die Kommando-Erfahrung und du bekommst damit dein Gear. Und das finde ich sehr gut, dass wir diese Einführungsquest, dass wir eben weiterhin den Spieler durch das Endgame ein bisschen leiten. Gut, das waren sozusagen die Patch Notes und dann würde ich sagen, gucken wir direkt mal in den Kartellmarkt, denn das machen wir jede Woche und in der nächsten Woche haben wir dann auch ein neues Kartellpack Kickt mit drin. Dieses Mal allerdings haben wir noch ein paar kleine Sachen, die wir noch besprechen wollen, bevor wir dann auch schon durch sind mit diesem Video. Kommt heute natürlich auch ein bisschen später wieder. Nicht ganz geschafft, das Ganze pünktlich rauszubringen, aber es kommt mit dem Update zusammen. Deswegen habt ihr, während die Server down sind, ein bisschen was zum Schauen. So, da sind wir und wir gehen direkt in den Kartellmarkt. Ich bin hier auf meinem Attentäter-Tank gerade eingeloggt und wir sehen schon drei Rüstungssets, die wir hier direkt im Angebot haben. Zuallererst Darth Malgus 1155, das heißt, wir haben hier 30% drauf. Da fehlt natürlich irgendwie diese klassische Atemmaske von ihm, ja, die fehlt irgendwie. Und ich finde, irgendwie hat die Rüstung auch ein bisschen wenig Glanz, ja, also ich habe ein bisschen gehofft, wenn sie mal Darth Malgus Rüstung rausbringen, dann die, wie sie in den Trailern zu sehen ist, ja. Die sieht ein bisschen anders aus, die glänzt mehr, die strahlt einfach mehr und ist wirklich schwarz. Das ist ja hier mehr Anthrazit und mehr Grau als alles andere, nur der Umhang ist tatsächlich schwarz. Bisschen schade und dann fehlt natürlich die Atemmaske, ne? Deswegen ist das in meinen Augen ein Set, was nicht gelungen ist und mir deshalb auch keine 1155 Marken wert. Genauso geht es diesem Set. Wenn wir uns erinnern, letzte Woche hatten wir dieses Jedi-Set, ne? Wo richtig Rüstung mit dran ist. Ja, und auch diese braune Robe und dann hier noch goldene Rüstung in der Mitte und sowas. Und wir haben 480 gezahlt. Ja, und jetzt soll ich 1000 zahlen für eine komische graue, braune Robe? Nee. Tut mir leid. Also da, nee. Das ist es definitiv nicht wert. Also 1008, das ist das Doppelte für weniger Rüstung im Endeffekt. Also, es sieht ja nicht mal gut aus so, in meinen Augen. Meine Meinung, wie immer. Mandalorian Tracker, mandalorianischer Verfolger oder Aufspürer oder sowas. Haben wir ja so ein mandalorianisches Set, standardmäßig in grün, klassischen Helm, hier hinten irgendwie wie die Schulterkanone so ein Anbau oder sowas. Sieht an sich nicht schlecht aus, sehr gute Rüstung an sich, ja, wenn man das einfärbt, kann da sicherlich was ganz Gutes bei rauskommen. Wir können ja einfach mal gucken, ob es das Black-White-Dial-Module gibt, das sogar noch sehen wir. Oh, was hat sich denn da gerade getan? Aha, da animiert sich scheinbar was an der Rüstung, sehr interessant. Aber gut, wir sehen hauptsächlich primär färbend, sekundär dann wirklich ganz wenig hier so im Kniebereich, wenn ihr mal genau hinguckt.
Generell eher weniger, klar, das Visier hier oben, das färbt dann doch sekundär. Ja, alles was grün ist, wird weiß. Alles was dunkel ist, bleibt dunkel oder geht dann eben in die Sekundärfarbe über. Nicht schlecht, die Animation, da muss man dann natürlich mal gucken, inwiefern die Einfluss hat und wann die zu sehen ist. Ob die jetzt wirklich nur zu sehen ist, wenn man die Farbe ändert, das wäre natürlich ein bisschen komisch. Oder wenn man das anzieht, wer weiß. Oder wenn man in Kampf geht. Wenn das tatsächlich eine Animation ist, die mehr kann als dieses Ein- und Ausklappen, was man da jetzt sieht, dann ist es vielleicht was wert. Ansonsten würde ich sagen, ein klassisches Set kann man 1000 für ausgeben. 1440 wäre vielleicht sogar ein bisschen viel. 1000, denke ich mal, ist in Ordnung. Aber naja, sollte jeder selbst entscheiden. Für mich ist es vielleicht noch ein bisschen zu viel. 800 hätte ich gesagt, geht. Vielleicht auch ein bisschen weniger. 700, 600, okay. Aber 1000, für mich jetzt nicht so interessant. Wir haben die Solo-Sekante immer noch drin. Da hat sich nichts geändert. Wir haben immer noch das Schaufeln drin. Wir haben die Carbonitkammer drin. Die ist jetzt auch mit 50% belegt. Das heißt, wir zahlen bloß noch die Hälfte statt. Eben den 550 zahlen wir bloß noch 225. Wer also so ein Ding noch nicht hat, kann hier vielleicht mal zuschlagen. Das Ding ist ja eigentlich nicht schlecht. White Gray Crystal, ja, weißgrauer Kristall, denke ich mal, ist es ganz klassisch hier, genauso wie mit den Weapon Tunings, wo jetzt auch wieder zwei neue mit drin sind. 1530, das ist echt viel. Sehe ich auch gar nicht ein, dafür eben die Marken auszugeben. Kristall reizt mich ebenso wenig. Ja, das ist im Endeffekt dann auch schon. Wie gesagt, Tunings halte ich nicht viel von, deswegen würde ich bei den beiden dann auch davon abraten, da zuzuschlagen. 1530 ist sowieso viel zu viel für einen optischen Effekt, der nur an einer Waffe anwendbar ist. Ja, dementsprechend würde ich sagen, sind wir auch schon durch hier für heute. Und ja, ihr schreibt mir natürlich via Mountain rein, wo wir da am Anfang unterwegs waren. Oder wo ich da unterwegs war, besser. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Doppel-EP-Event. Nutzt die Zeit, ja. Und dann, wie gesagt, ja, sehen wir uns in der nächsten Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Theodor Lohr und ich bin raus. Tschüssing.